Einen schönen guten Tag. Mein Name ist Thorsten Wodner. Ich bin Koordinator in dem Projekt ZAKIM. ZAKIM ist ein Projekt im Rahmen des Programms IDA, Integration durch Austausch. Und der Projektname ZAKIM steht für Zukunft und Arbeit durch Kompetenz, Integration und Mobilität. Das ist das, was wir mit diesem Projekt erreichen wollen, den Teilnehmern eine Brücke zu bauen zu einer Zukunft, die durch selbstbestimmtes Leben gekennzeichnet ist, aber vor allem durch ein Erwerbsleben. Die Teilnehmer in diesem IDA-Programm sind zum großen Teil noch nie aus ihrem Bundesland herausgekommen. Sie haben eine lange, lange Zeit der Arbeitslosigkeit hinter sich. Sie haben Handicaps oder anderweitige Benachteiligungen. Und wir versuchen durch dieses Programm, durch dieses Projekt, den Teilnehmern eine Chance für mehr Zukunft zu geben. Und ich möchte Sie sehr herzlich einladen, einfach mal zu schauen, wie Sie hier vor Ort Ihr Leben organisieren und wie Sie sich diese Kultur, dieses fremde Land mit den sprachlichen Tücken versuchen anzueignen und zu behaupten. Bitte schön. Also ich habe jetzt von dem Projekt erfahren, von meiner Sachbearbeiterin beim Hartz-IV-Amt. Sie hat mich darauf aufmerksam gemacht, weil ich längere Zeit Arbeit gesucht habe. Und sie hat zu mir gesagt, naja, Nicole, da ist was. Und wenn du dich dafür interessierst, dann gehst du zu diesem Vorstellungsgespräch, hörst dir das an. Und zu denen bin ich dann gegangen. Und ich habe mir das angehört, hat sich gut angehört und ich habe mich dann dafür entschlossen, dieses beizutreten oder mitzumachen. Na, meine Ansprechpartnerin Frau Kühl hatte mich gefragt, ob das was für mich wäre und ich habe gesagt, ja. Na, auch durch Hartz-IV-Amt. Ja, hat gut gleich zugesagt, hat sich meine Ansprechpartnerin gleich gefreut, dass ich das überhaupt mitmache. Doch, wirklich, also, weil ich bis jetzt eigentlich alles angenommen habe, was sie mir angeboten hat. Also, ich habe noch nie was abgelehnt. Ich habe einen Brief gekriegt vom Arbeitsamt, von meiner Arbeitsberaterin. Und dann musste ich einfach hin. Das erste Mal habe ich von meinem Papp davon erfahren. Mein primärer Ansprechpartner hat mir gesagt, du, ich habe da was Interessantes, melde dich mal. Ja, bin bei ihm vorbeigegangen, meinte hier, geht um ein Projekt in Frankreich. Ob ich denn daran teilnehmen würde, wäre komplett freiwillig. Und klang erstmal ziemlich interessant. Das erste Mal von diesem Projekt habe ich erfahren durch meine Sachbearbeiterin vom zuständigen AGE-Bereich. Die hatte mir einen Prospekt gegeben und hat mir ein bisschen halt drüber erzählt. Und ich solle mir das überlegen und sollte mal zum Infogespräch dann halt gehen. In Frankreich mal gucken, an der Land, an der Sitten, an der Leute. Erwartet mal nochmal was anderes zu sehen. Ein bisschen Urlaub. Mal was anderes sehen. Ja. Es war eher so ein krumm Geflaxe in der Gruppe. Aber wir haben immer wieder darauf hingewiesen und relativ schnell und eindeutig, dass es kein Urlaub werden wird. Und das haben die Teilnehmer hier auch sehr schnell gemerkt. Ich gehe ganz locker an das Ding ran. Also. Erstmal hat mich gereizt daran neues Land. Und weil ich auch endlich mal aus Fürstenwalde wieder rauskommen wollte. Es ging darum, also mir wurde auch gesagt, dass es mit Arbeit, mit Praktikum verbunden ist. Und Praktikum ist ja für mich gerade das nächste Ziel somit. Ja, und dadurch habe ich gesagt, raus, um mal was Neues erleben, neuen Wind reinzubekommen. Ja, wir sind ja jetzt hier nach Besançon gekommen, um uns als Projektträger auch ein Bild davon zu machen, wie das Projekt hier vor Ort tatsächlich funktioniert. Natürlich, wie geht es den Teilnehmern? Sind sie alle gesund? Haben Sie einen Praktikumsplatz? Wie geht es Ihnen im Praktikum? Wie kommen Sie mit den Herausforderungen dort vor Ort auch klar? Und das war für uns, für den Projektträger, sehr, sehr wichtig, um auch so ein bisschen selbst zu überprüfen, ob das, was wir uns vorgestellt haben, was wir in das Projektkonzept geschrieben haben, ob das tatsächlich vor Ort so funktioniert und praktisch umgesetzt werden kann. Wir haben die Teilnehmer in ihren Betrieben besucht. Wir hatten Gespräche mit den Unternehmern der Praktikumsbetriebe, mit den Betriebsleitern, mit den Bereichsleitern, um zu hinterfragen, wie funktioniert die Zusammenarbeit. Wir haben durchweg positive Feedbacks bekommen. Was soll hier?
Ja, also für uns ist es die erste Erfahrung, dass wir einen ausländischen Praktikanten bei uns in der Firma aufnehmen. Normalerweise nehmen wir Praktikanten aus Frankreich. Aus dem Ausland Praktikanten aufzunehmen bedeutet auch für uns eine neue Erfahrung und ermöglicht uns auch neue Ideen mit einzubringen. Wir sind sehr offen für neue Arbeitsformen, auch aus dem Ausland, speziell aus Deutschland. Ja, und als Firmenchef bin ich eben auch daran interessiert, zu beobachten, was in anderen Ländern passiert. Ja, gerade im Bereich der Grünanlagenpflege, speziell in Deutschland. Ja, ich glaube, dass Marco sehr gut in das Team passt und sehr gut integriert ist. Ich glaube auch, dass er seine Aufgaben gut erledigt und dass die Arbeit sehr gut mit ihm läuft. Bis auf den Vorfall in der letzten Woche, wo er einen kleinen Hitzeanfall hatte oder durch die Hitze sehr belastet war, aber das war auch keine Katastrophe. Hinzu kommt der Fakt der Sprache. Das zwingt die Mitarbeiter, sich anders zu artikulieren und zu überlegen, wie sie sich erklären und wie sie auch die Arbeit erklären und die Aufgaben. Das zwingt sie im Prinzip auch, die Umgangsformen und die Sprachformen zu reflektieren. Merci. Okay. Où est-ce qu'ils vont maintenant? Ils vont à la polyclinique. Je vais le mettre avec à la polyclinique. Ja, wir müssen heute den Rasen eines Klinikums mähen. Dort sind wir sehr verspätet. Das heißt, wir haben heute Teams gebildet. In einem Team wird Marco auch sein und wird den Tag über den Rasen dort mähen. Verspätung bedeutet einfach für eine Firma der freien Wirtschaft nichts Gutes. Dementsprechend stehen wir sehr unter Zeitdruck. Daniel, hier ist er. Daniel? Bonjour. Was machst du denn hier? Fleißig sein. Garten aufräumen. Ja, super, super. Haben vorhin ein bisschen umgegraben, also in Hecken drin. Jetzt haben wir gerade noch Sträucher ausgelegt. Also das ist für mich jetzt hier ganz neu. Also ich muss schon sagen, zu Deutschland sehe ich doch schon bei weiten Unterschiede. Zum Beispiel, dass jetzt die Stadt sagt, ja, hier, es passt fair, Plan Oas, ihr fahrt jetzt dahin, ihr macht jetzt für das Fest alles sauber. Das ist in Deutschland eigentlich gar nicht so. Und das hat mich doch eigentlich schon sehr beeindruckt und auch sehr angespornt, auch mitzuziehen, dass ich dir auch gut helfen kann. Und doch, das ist Wahnsinn. Macht auch, wie gesagt, wirklich viel Spaß. Das ist richtig super, das ist ein richtig schöner, sag mal, Haufen. Lustig, wir sind viel am Lachen. Wir verständigen uns auch gegenseitig immer, man tauscht sich aus. Ich frage auf Französisch nach, was es heißt und dann auch wieder andersrum. Doch, es ist wirklich super. Es ist ein wirklich tolles Praktikum. Genauso wie ich es mir vorgestellt habe. Ich hatte es noch nie im Leben gehabt, aber es ist wirklich genauso wie ich es mir vorgestellt habe. So humorvoll und auch so offen. Also ich werde voll mit einbezogen, auch wenn, wie vorhin, muss ich es mir nochmal zeigen lassen mit dem Umgraben nochmal, weil sie das doch ein bisschen anders machen als bei uns. Aber keine Probleme. Doch, das macht mich schon sehr stolz, sag mal, dass ich hier sein kann und mit anpacken kann. Also eins muss ich sagen, eins, was schade ist, dass ich kaum Französisch kann, weil es macht, wie gesagt, sehr viel Spaß, auch mit meinen Kollegen zu reden. Da gibt es dann immer wieder diese Sprachbarrieren und das ist eigentlich, was mir dann auch wieder traurig macht, weil es einfach so, sag mal, so toll ist. Aber ich bin zufrieden, dass wir den Sprachkurs hatten, dass noch ein bisschen im Kopf geblieben ist, auch wenn es irgendwo hinten ist. Aber man hört es dann wieder und ja, man weiß dann mal wieder, was man anzufangen. Und man kann dann immer doch noch ein bisschen probieren, auf Französisch ein Wort zu sagen. Und die verstehen ihn dann. Man tauscht sich dann immer wieder so ein bisschen aus. Dann ergänzen sie so. Und doch, also ich bereue es nicht, dass wir das doch hatten. Hätte noch länger sein können, müssen sie ja. Aber ansonsten, wie gesagt, mit Händen und Füßen verständigen wir uns auch immer noch. Und so läuft es. Gibt es eigentlich gar keine Probleme jetzt irgendwie, dass ich was falsch mache. Verstehst du alles, was die von dir wollen und was die sagen? Oder? Ja, es gibt Sprachbarrieren, aber man verständigt sich ja mit Händen und Füßen. Aber so weit, Probleme, die werden alle geklärt. Wie haben sie dich aufgenommen hier? Super, super. Es gibt keine Probleme. Ja, très, très bien.
très, très bien. Super. Er ist schon ein Arbeitstierchen, kann man so sagen. Also der arbeitet und er hört eben auch zu auf das, was ihm gesagt wird. Oui. Qui parle pas le français, oui. Ouais. Also auf dem Niveau der Arbeit ist es natürlich immer sehr gut mit ihm, was aber eben auch sehr schade ist und was wo er dem Team auch manchmal sehr leid tut, ist, weil er manche Sachen eben nicht versteht. Die reden viel, lachen viel und da gibt es dann eben verschiedene Punkte, die du dann leider nicht verstehst und das tut ihnen dann immer sehr leid, weil sie das Gefühl haben, dass du dann auch automatisch so ein bisschen ausgegrenzt wirst, aber sie versuchen das möglichst. Ja. Also ich habe auf jeden Fall eine Menge dazugelernt, auch im also für mich jetzt im Arbeitsleben, wie die Franzosen jetzt arbeiten. Habe jetzt auch kennengelernt, wie man jetzt wie Leute eigentlich im Park auch essen. Ich gehe mit meinem Team, wir waren jetzt auch unten wieder im Park. Haben wir letzte Woche schon ein paar Mal gemacht, wenn wir bis 15:30 haben, dann nehmen wir unser Essen mit und dann probieren wir eigentlich irgendwo im Park zu gehen und da machen wir dann wirklich unsere Mittagspause. Genau, also für uns deutsche Picknick. Und ist für mich ganz neu und ist wirklich eine richtig klasse Sache. Und auch so, wie sie arbeiten, ist so viel mehr hier Hand in Hand. Ist jetzt nicht irgendwo so verstreut. Man hilft, man guckt nochmal. Also immer eigentlich immer so geben, immer durch die Reihe durch. Und das finde ich eigentlich schon klasse. Wenn ich jetzt überlege, die letzte Woche, die war ja, ich sag mal, ja, irgendwo stressig. Und das war aber immer ein Hand in Hand arbeiten. Und wenn ich überlege, wir hatten zeitig Schluss und die Franzosen sind ja die auch ein bisschen viel reden, haben wir eine Menge geschafft. Und trotzdem, weil wir auch Hand in Hand arbeiten einfach. Und das finde ich einfach klasse. Und das in Deutschland finde ich teilweise nicht so. Wir sind dann die immer noch hinten raus arbeiten müssen, dass wir den Plan halt schaffen. Und das schätze ich hier an die Franzosen doch sehr. Das ist für mich eine neue Erfahrung. Sie haben es also für sich als eine positive Sache, dass sie den Weg hierher mitgenommen haben. Ja, auch negative Sachen, so mal mit Heimweh. Also bin ja noch 23, werde auch bald 24 und war noch nie weiter aus Fürstenwalde draußen. Und jetzt mal 2 Monate nach Frankreich ist für mich eine enorme lange Zeit. Denn auch neue Leute. Und das Einzige, was mich dann wirklich richtig aufgebaut hat, wo ich dann arbeiten konnte mit meinem Team, das hat mich wirklich richtig aufgebaut. Ich bin auch selber ein Mensch, ich muss auch mal ein bisschen was zu tun haben. Und das hat mich richtig aufgebaut. Also aufgelockert und wurde auch hier, wie gesagt, herzlich empfangen. Einfach klasse. Doch, definitiv. Ja, erklär mal, was deine Aufgaben sind. Na, 12er Töpfe, dann zur Hälfte Erde rein. Dann die Melone rein, andrücken, Erde wieder, Wassermelone, andrücken, klopfen, weg. Was macht ihr denn damit? Est-ce que vous faites dans les paniers? Bah, on les plante en terre après. D'accord. Et on les met dans les paniers. Non, mais prenez pas. Es gibt so Posten im Prinzip, wo also die fahren mit ihrem Minibus oder mit ihrem Wägelchen los und geben dort im Prinzip die ab und dann kommen die Leute dorthin, ach so, in Geschäften zum Beispiel, und holen die ab. Und wie viele Kunden oder so gibt es jetzt schon zur Zeit? Le combien d'abonnements? Es gibt mindestens 300 Abonnenten. Die eine Finanzierung über die diese Gemüsekiste, sondern eben auch begründet auf einer Stiftung, die in den 50er Jahren gegründet worden ist, jetzt aber eben in den Jardin de Cocagne übergegeben worden ist und finanziert sich über natürlich die Stiftungsgelder teilweise noch, aber auch durch andere Finanzierungsmittel, Subventionen, wie eben auch der ESF, der Europäische Sozialfonds. Funktioniert die Zusammenarbeit trotzdem? Es sind ja 2 Sprachen und Sandra spricht nicht wirklich viel Französisch. Aber ich glaube, sie wagt nicht sehr, Französisch zu reden. Ja, sie ist schon aber sie ist sympathisch, ja, und das geht. Also vielleicht könnt ihr das dem Chef, dem Direktor hier nochmal sagen, dass wir sehr dankbar sind, dass Sandra das Praktikum hier machen kann und dass wir darüber sehr froh sind. Und ist das die Arbeit, die du dir hier vorgestellt hast? Jo. Macht dir Spaß? Jo. Das ist auch noch mal in einem Satz da. Ja, es macht mir hier Spaß zu arbeiten. Aber erstmal vielen Dank.
für die Visite und bitte. Sandra, wir sehen dich ja heute Abend noch. Ja, wunderbar. Ist halt mehr Verständigung noch ein bisschen, aber das klappt. Auch gut. Madame Zube, elle est la directrice générale de l'Association démocratique des femmes de la Lande de Brandenburg. Madame Orphal, qui est chargée des affaires financières. D'accord. Donc c'est elle qu'il faut séduire pour le programme. Vous connaissez déjà Madame Tulloch, la travailleuse sociale. Marie-France Le Colonnec, notre partenaire français, donc vous comprenez. du groupe, du groupe de travail. C'est Marie-Christine Grenet, Teamleiterin hier, und Sie sind damit beschäftigt, oder die Aufgabe ist hier die Neuinstallierung oder Reparatur von den gesamten Computern des Rektorats hier. Bernard Legrand, j'ai été en contact. Okay, also das ist Monsieur Legrand, war in Kontakt mit der Christa Ludwig und war eben dafür auch verantwortlich, das möglich zu machen, dass hier ein Praktikant auch aufgenommen ist. Und er ist im Prinzip so die vernetzende Zelle zwischen den verschiedenen IT-Bereichen in der Franche-Comté. Aber auch hier ist er für die Kontakte zwischen den einzelnen Abteilungen zuständig. Das Erste, was uns natürlich ganz doll interessiert, wie macht er sich, wie entwickelt er sich hier? Was hat er für Arbeitsaufgaben? Ganz abgesehen, dass wir natürlich ganz herzlich danken sagen wollen für die Möglichkeit, dass Sie dieses Praktikum hier organisiert und ermöglicht haben. Donc, nous vous remercions beaucoup pour accueillir René ici. Moi, je trouve que ça se passe bien. Donc déjà par rapport au travail qu'il accomplit, il comprend vite. Also es ist bis jetzt auf jeden Fall eine sehr schöne Erfahrung, ihn hier aufgenommen zu haben. Aufgaben, die ihm gestellt werden, erledigt er sehr schnell. Er versteht sie auch sehr schnell. Also gerade auch was, also nicht nur, dass er das sehr schnell versteht, er macht auch sehr gute Fortschritte im Französisch. Und sie sind auch sehr glücklich, dass Sie ebenfalls gute Fortschritte in Deutsch machen. René, was machst du hier? Was hast du denn für Aufgaben? Na, zurzeit ist Installation und ja. Diese, also die Image ausspielen, Image erstellen und solche Sachen halt. Und wie funktioniert das sprachlich? Also die Kollegen haben zwar gesagt, dass du Fortschritte machst, ja. Aber ich stelle es mir immer noch sehr schwierig vor. Oder habt ihr hier eine Programmierersprache? Ein bisschen Englisch, ein bisschen Französisch, ein bisschen Deutsch. Und ja, es ist halt zeigen. Mit Zeichen ein bisschen lernen. Zeichensprache. Ja. Und bist du jetzt erschrocken, wo du gelandet bist, oder wie gefällt dir das Praktikum? Gefällt mir sehr, sehr gut. Also bin echt, ja, sehr zufrieden. Und was hattest du für Erwartungen? Die Erwartung war gewesen, dass man halbwegs klarkommt. Das war so wirklich die Erwartung hinter, dass man es schafft, irgendwie sich auszudrücken und die Aufgaben versteht. Und muss ich sagen, es läuft ganz gut. Also, ja. Dich erwartet, oder? Na, Aufgeregt jetzt, so ging so, also nicht ganz so schlimm, aber man hat natürlich nachgedacht, ja, wie drückt man sich aus, wie läuft es dann in den Sprachen und ja, Unsicherheit. Und glaubst du, dass du, wenn du wieder nach Hause kommst, dabei helfen kann, einen Arbeitsplatz zu finden? Denke ich mal schon. Man hat wieder Neues gelernt. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist am ersten Tag, als du dann hierher gekommen bist, mit welchen Gedanken, Gefühlen. Wie ist das, wenn du jetzt, nachdem du die ersten Tage hier gearbeitet hast, wenn du morgens hierher kommst? Ist das jetzt schon normal, oder? Es ist halbwegs normal, aber es ist auch wunderschön, jeden Tag hier zu sein, so, also das zu erleben zu können. Gibt es so eine weltweite Programmierersprache, wo das wirklich alles so funktioniert, auch wenn die einen Französisch, die anderen Deutsch, andere wieder Englisch sprechen oder Italienisch, was weiß ich, dass man, ich finde das furchtbar schwierig, hierher zu kommen, in so einem hochwissenschaftlichen Arbeitsfeld mit einem Team zu arbeiten, das eine andere Sprache spricht und trotzdem irgendwie tatsächlich integriert zu werden. C'est plus en anglais en général.
trainiert werden. Die sind natürlich schon auf Französisch. Manche können auch auf Deutsch ausgeführt werden. Aber es ist stimmt, also es kann, man kann sich eben nicht darauf verlassen, dass alles auf Englisch ist und dass es eben eine Programmiersprache eben gibt. Und ist die Tastatur zum Beispiel ähnlich wie in Deutschland oder ganz anders? Wie kommst du damit klar? Man hat sich dran gewöhnt. Man muss sich dran gewöhnen. Ich würde noch interessieren, wenn Sie jetzt zu uns wieder nach Hause kommen und ins Jobcenter gehen, was würden Sie Ihrem Ansprechpartner jetzt berichten, was Sie alles gelernt haben? Es sind viele Eindrücke, die man mitgenommen hat. Also was man gelernt haben, so gelernt hat, ist so, dass man sich doch in allen möglichen Sprachen so unterhalten kann und trotzdem irgendwie kommunizieren kann. Das ist sehr, sehr interessant. Wir sind wirklich sehr heureux, de pouvoir contribuer. Also es ist auf jeden Fall eine sehr tolle Erfahrung, hier einen Praktikanten im Rahmen von SACIM aufnehmen zu können. Und wir setzen sehr stark oder sehr hohe Hoffnung an auf deine Zukunft und natürlich nur das Beste für dich dann. Merci. Also es sind zwei eben, die beiden, Jean-Christophe und sie, die eben immer für René da sind und sehr eng auch mit ihm zusammenarbeiten. Und toll. Ja. Es ist in Deutschland, in der Region, aus der René kommt, nicht so einfach in seiner Branche eine Arbeit zu finden. Die Infrastruktur dort in dieser Region ist sehr, sehr schwierig. Und was wir für ihn erhoffen, ist, dass er hier einfach solche Erfahrungen, positive Erfahrungen sammelt, die ihn darin bestärken, darüber nachzudenken, ob er sich dann vielleicht eine Arbeit in einer anderen Stadt, in Berlin oder wo auch immer sucht. Und dafür, glaube ich, werden diese Erfahrungen, die er hier sammelt, hoffe ich, wirklich von sehr großem Wert sein. Und wir können uns nur noch mal bedanken für diesen Besuch bei Ihnen und dass Sie hier für uns Partner sind und vor allem René in dieser Zeit betreuen und auf seinem Lebensweg ein Stück weiterhelfen. Willst du noch was sagen? Er ist sowieso ein sehr aufgeschlossener Mensch und auch offen für vieles. Ich habe jetzt noch keine großen Veränderungen festgestellt, aber was auf jeden Fall anerkennenswert ist, dass er sich wirklich hier durchsetzt und diese Herausforderung angenommen hat und dass er offensichtlich auch sehr gut macht. Ich denke, das ist schon ein großer Schritt auch. Er kommt nicht unglücklich und verzweifelt von Arbeit. Er kommt nicht unglücklich und verzweifelt von der Arbeit. Er ist nach wie vor sehr motiviert und engagiert. Ich finde das ganz toll, dass Sie hier im Team ihn aufgenommen haben. Und merci. Ich arbeite auch in so einer Mensa wie hier. Also ich bin momentan erstmal so ein Mädchen für kalte Küche, würde ich jetzt mal gerade sagen, und für den Service. Es klappt, es funktioniert, die Leute sind super nett, die Arbeit macht auch Spaß und man ist ausgelastet, ja. Macht mir aber auch so Spaß. Ich sehe schon auch meine eigene Arbeit, weil nach dem zweiten Tag schon. Weil es ist immer irgendwie derselbe Tagesablauf und da weißt du von vornherein, was du schon machen sollst. Ich nehme dann so ein bisschen mal da die Arbeit schon vor der Reitschritt ab. Wenn sie dann ankommen oder sagen, Nicole, Service oder irgendwie so, sage ich, c'est bon, schon fertig. Und très bien und nee, macht halt Spaß. Praktikumstellen wurden durch unsere Partnerorganisation hier vor Ort ausgesucht mit sehr viel Engagement und Energie, die da reingesteckt wurde. Es war nicht einfach, aber da haben die Mitarbeiter sich wirklich sehr ins Zeug gelegt und haben auch wirklich tolle Praktikumstellen gefunden. Weil die Praktikumstellen auch sehr neugierig waren auf das Projekt und auch auf unsere Teilnehmer und sich auch darauf eingestellt haben, dass die Sprachkompetenz nicht so wahnsinnig hoch ist, sondern eher auf einem Basislevel. Das hat gut geklappt. Wir haben jetzt über die League hin dieses Projekt jetzt mitorganisiert, also den Teil, der in Frankreich gemacht werden muss. Projektpartner. Genau, und wir waren halt damit beauftragt, Praktika zu finden für die Teilnehmer und Unterkunft und das eben auf der französischen Seite ein bisschen zu koordinieren. In Deutschland kann man relativ einfach mal eben in einen Betrieb gehen und zwei Wochen Praktikum machen oder zwei Monate, egal ob bezahlt oder nicht. Und in Frankreich ist das Ganze ein bisschen schwieriger. Man muss innerhalb eines Vertrages ein Praktikum machen. Das heißt, man kann als Einzelperson nicht mal eben ein Praktikum machen. Und deswegen war es ein bisschen schwierig, überhaupt Betriebe zu finden, die Praktikanten nehmen erstmal. Und dann, dann halt mit der Sprache und den ganzen Umständen war einfach nicht viel Möglichkeit da. Und dann
hat die Christa die gelben Seiten. Die gelben Seiten praktisch. Kann ich alle Betriebe durchgearbeitet in Besuch. Der Zeitraum war auch ein bisschen kompliziert, also nicht der beste, da es zurzeit ganz viele Azubis gibt und Praktikanten. Also mehrmals hat man die Antwort bekommen, ja, es tut mir leid, wir haben schon einen Praktikant oder zwei, drei. Ja. Wir konnten uns davon überzeugen, dass die Teilnehmer gut untergebracht sind in einem fremden Land. Sie haben das Glück, hier in einem für sie völlig neuen Umfeld leben zu können, nämlich in einem Campus, in einem Studentenwohnheim. Die meisten haben noch nie etwas mit Studenten zu tun gehabt in ihrem Leben. Das ist natürlich ein ganz anderes Leben, auf das man sich hier einstellen muss. Hat aber auch irgendwie was und bereichert ihre Persönlichkeit, denke ich, ganz erheblich. Also die erste Zeit sind wir hier in der Mensa essen gegangen, haben geguckt, wie es hier so läuft, waren erst unten, dann waren wir mal oben essen. Ist aber dann halt sehr teuer, pro Person sind das noch 7 Euro. Da ja jetzt viele wir im Praktikum sind, Nicole und Thomas ja jetzt am meisten oben auf der Stube waren, haben die dann immer noch gekocht. Das war ja auch erstens auch frisch, wir konnten es dann selber noch aussuchen. Und damit sie auch noch ein bisschen was zu tun hatten, haben sie von uns immer schön gekocht. Es war nicht einfach am Anfang mit der Gruppe, weil die wirklich sehr, also sehr, sehr unterschiedlich sind und ganz individuell. Und das hat eine Weile gedauert, bis die sich gefunden haben. Ja, es gab relativ am Anfang, waren schon Gespräche eingefordert worden zur Konfliktbewältigung, weil sich eben Konflikte auch relativ schnell herauskristallisiert haben, aber wirklich aufgrund der Unterschiedlichkeit und weil viele Missverständnisse auch in der Gruppe vorhanden waren, weil die Andersartigkeit des anderen als etwas empfunden wurde, was nicht erklärt werden konnte und dann eben entsprechend interpretiert. So läuft es ja meistens ab. Da waren anfangs schon Gespräche nötig in der Gruppe. Also anfangs war es schon schwer gewesen, weil jeder hat ja seine eigene, ja, sag mal, Mentalität auch irgendwo. Ja, gab schon mehr oder weniger mal Dispute irgendwo, ist ja ganz normal. Die haben wir aber auch immer alle gelöst, miteinander drüber geredet und ja, wir halten trotzdem zusammen. Also wie man sieht, es ja beim Kochen, das klappt und bei den restlichen Ausflügen ja auch. Mittlerweile, ich denke auch, dass die Gruppe hier auch nochmal zusammengewachsen ist, weil wirklich alle gemerkt haben, die sind in derselben Situation. Es fängt jeder von vorne an hier. Jeder ist in der Situation, dass es eine neue Umgebung ist, dass man sich mit der Sprache rumschlagen muss. Französisch ist nicht einfach, das ist eine sehr schwere Sprache. Und das hat die Gruppe auch ein Stück weit zusammengeschweißt und man hat einfach auch mehr Verständnis für den anderen entwickelt. Ja, also es gibt eine, die haben sich schon an eine Gruppe geklammert, beziehungsweise an die Leute, die nicht so Berührungsängste hatten, waren ja anfangs doch Nicole und ich, die viel übernommen haben, also die einfach dann auf den Bus gegangen sind und hier einfach angefangen haben, irgendwie dann mit denen zu reden. Und dann gab es halt die sich zurückgezogen haben und immer lass mal die vorne machen, die sich erst, sag mal, auflockern mussten. Und ja, jetzt eigentlich so, jetzt mittlerweile macht doch jeder schon eigentlich selbstständig irgendwo sein Ding. Ob mit oder ohne reden. Aber läuft in so einer Gruppe auch der Zusammenhalt. Der ist ja nun auch so weiter. Ich denke auch, es hat uns alle zusammengeschweißt. Da wir alle Deutsche sind, alle Deutsch sprechen, sind wir auch irgendwo ein Team geworden oder eine Gruppe, Zusammenhalt. Und naja, abgesehen davon, sich mit hier Leute zu unterhalten im Campus, geht auch. Aber dann nur, wenn du Französisch, Deutsche kennenlernst. Einige Freundschaften sind schon geknüpft worden, aber großartig mit Franzosen, so denke ich mal nicht, dass wir jetzt irgendwie Kontakt haben. Das ist so sehr schwer hier. Also, ja, wie soll man sagen? Also, mir kommt so, als ob es Eigenbrötler hier so sind. Man ist zwar nett, aber ja, so nicht so kontaktfreudig. Wir sind da so, so ziemlich locker und die dann noch so ziemlich verschlossen. Und das merkt man dann doch schon teilweise. Es sei denn, da sind wirklich so ein paar Leute mit bei, die auch unsere Sprache sprechen. Aber ansonsten ist es eigentlich sehr schwer hier. Ja. Also was ich hier mit beobachte schon, ist, dass die an Selbstwertgefühl dazu gewonnen haben. Einige, die eher so still waren, habe ich das Gefühl, die kommen ja aus sich heraus. Ja.
Anfangs, der erste Supermarktbesuch, alle waren ganz unsicher und wussten nicht so richtig, es war sehr chaotisch. Jetzt gehen die alleine los, wissen ganz genau, wo sie hin müssen, können alleine sich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln hier fortbewegen. Und man merkt es einfach an der Ausstrahlung, dass da, ja, dass die an Selbstwertgefühl dazu gewonnen haben. Ich habe es ganz besonders in der Gruppe davor, die wir in Dänemark begleitet haben, gemerkt. Und es ist auch, wird auch nochmal wirklich spürbar, wenn man dann auch wieder zurück ist. Während des Aufenthaltes kommt das nach und nach. Und meistens sieht man es dann am Ende des Aufenthaltes, beziehungsweise wenn man dann zurückkommt, ganz deutlich den Zugewinn und den Mehrwert, den die durch die Teilnahme an dem Projekt einfach haben. Wir hatten auch die Gelegenheit, die Möglichkeit, das Bergfest mit den Teilnehmern gemeinsam zu begehen. Die sind jetzt die Hälfte der Zeit hier. Wir haben uns natürlich gemeinsam mit ihnen auch ein Stück von Land und Leuten angeschaut. Das ist ganz wichtig für die Gruppe auch, wenn man morgens auf Arbeit geht, abends zurückkommt, dann gerade noch einkaufen gehen kann. Meistens sind sie dann auch physisch wirklich und psychisch K.O. und müde. Einfach jetzt über die Feiertage auch mal die Chance zu haben, für ein paar Tage hier rauszukommen und sich ein Bild zu machen von der Schönheit dieses Landes, von der Herzlichkeit der Menschen, von ihrer Gastfreundschaft, natürlich auch von ihrer Kultur. Und da sind auch Bilder dabei, die mit Sicherheit in den Köpfen bleiben werden, die sie mitnehmen, wenn sie wieder nach Hause fahren werden. Und in einem halben Jahr, vielleicht auch in 3 oder 5 Jahren, und sie werden darauf angesprochen, warst du schon mal in Frankreich? Ja, werden diese Bilder neben den Eindrücken von der Arbeit, glaube ich, für sie auch sehr wichtig sein. Eben gerade auch, weil sie in ihrem bisherigen Leben noch nicht so viel in Europa unterwegs gewesen sind. Wir haben kein Meer, wir haben uns die Spree. Zu Hause haben wir nur die Ostsee und die Nordsee. Aber die kennst du? Nee, da war ich noch nicht. Ich bin das erste Mal am Meer. Nee, es ist wunderschön hier. Und wenn du das mit anderen Meeren vergleichst? Ja, kann ich nicht. Das ist mein erstes Meer. Das Meer oder Meer. Heute aber noch was zu unserem Bergfest heute. Bergfest in dem Sinne, dass ihr tatsächlich einen Monat schon hier seid, aber auch erstmaligst den Mont Ventoux erfolgreich beschritten, befahren habt, trotz Höhenangst, möchte ich euch noch sagen, dass ich ganz toll mit euch finde, zusammenzuarbeiten, dass es sehr viel Spaß macht und ich spreche dort auch für Silvia, dass ihr euch hier ganz toll verhaltet, sowohl beim Sprachkurs, dass ihr da alle unheimlich gut mitgemacht habt, dass ihr sehr selbstständig einfach auch seid, ja, dass ihr sehr motiviert hier seid, mitmacht, auch im Praktikum. Wir haben ja die Praktikumsgespräche jetzt gehabt, auch mit der Delegation. Die Delegation war sehr, sehr überrascht und sehr glücklich, solche frohen Gesichter im Praktikum auch zu sehen. Und mich freut es natürlich auch, dass Christa und Olivia so schöne Praktikumsplätze für euch gefunden habt. Ich wünsche mir für euch und wir wünschen das im Namen des ganzen Projektteams auch natürlich, dass ihr genauso positiv an den nächsten Monat rangeht. Jetzt stehen wir hier auf dem Mont Ventoux. Ich hoffe, dass ihr das auch als Art Symbol seht, dass die Welt euch zu Füßen legt, euch offen steht. Wir arbeiten jetzt noch 2 Monate mit euch, auch nach Frankreich. Dort werden wir mit euch auch eure berufliche Zukunft planen und überlegen, wie es weitergeht, werden euch noch aktiv dabei unterstützen und hoffen, dass jedes der Module, was ihr hier an dem Projekt macht, euch die Tür in die weite Welt ein bisschen öffnet und ich hoffe, dass euch dieser Ausblick auch noch mehr Mut dazu gibt, das anzugehen. Wir sind ja jetzt über den Berg. Die Stimmung fetzt, das Wetter ist gut. Außer oben war es ein bisschen kalt, aber sonst immer super. Und wir sprechen ja von einem europäischen Arbeitsmarkt. Es gibt die Arbeitnehmerfreizügigkeit in Europa. Und jemand, der es noch nie gelernt hat, sich in einem fremden Ort, in einer fremden Stadt, vielleicht in einem fremden Land zu orientieren, der wird auch nie auf den Gedanken kommen, sich vielleicht selbst auf den Weg zu machen, um sein berufliches Glück zu suchen, wenn er aus einem Ort kommt, wo die ländliche Infrastruktur in der Tiefe des Raumes nicht besonders viel hergibt an Arbeitsplätzen. Wir sind nicht vor Ort vernetzt in Frankreich, in Dänemark, in Österreich, in Italien, je nachdem, wo wir hingehen. Wir brauchen Leute, die sich dort auskennen,
Deshalb sind diese transnationalen Partnerschaften für uns sehr, sehr wichtig. Ohne die könnten wir dieses Projekt nur sehr, sehr schwer und mit wesentlich mehr Aufwand stemmen. Ja, das war ein sehr guter Termin jetzt in der Mission lokal. Wir haben, nachdem wir vor einem Jahr schon mal hier gewesen sind und das Projekt und das Programm vorgestellt haben und da auch auf offene Ohren für eine Projektpartnerschaft getroffen sind, jetzt noch einmal die Dinge ein bisschen nachgearbeitet. Leider ist der damalige Geschäftsführer nicht mehr in der League und nicht mehr unser Ansprechpartner. Es gibt eine neue Geschäftsführung. Und dann muss man solche Dinge natürlich auch versuchen, nochmal neu zu vermitteln. Und diese strategische Projektpartnerschaft ist auch deshalb so wichtig. Es ist ja ein europäisches Modellprogramm. Das gibt es so im Moment nur in Deutschland. Und wir sind als Zuwendungsempfänger und Projektträger nicht nur daran interessiert, sondern auch verpflichtet, die Erfahrungen, die wir in diesem Projekt sammeln, in dem, wie man so schön sagt, europäischen Mainstream zu transferieren, also auch unseren Projektpartnern zu erzählen, was wir in diesem Projekt alles erfahren und gelernt haben. Und dieser Erfahrungsaustausch, dieser Wissenstransfer zu unseren europäischen Projektpartnern ist enorm wichtig. Und eine Organisation wie die Mission Lokal, die sich also im Schwerpunkt gerade auch um Menschen mit Behinderung kümmert, sie dafür zu gewinnen, zu sagen, okay, wir sind ja nicht nur strategischer Projektpartner auf dem Papier, sondern wir kommen zu euren Hospitationen, wir kommen zu euren Fachtagen. Uns interessiert das auch, weil das ist ein interessantes Thema. Das ist uns, denke ich, bei dem Gespräch gelungen und darüber sind wir sehr froh und hoffen, dass sich daraus auch in der Folge weitere Interaktionen auch im Erfahrungsaustausch oder in der Vernetzung, in der Zusammenarbeit auch auf europäischer Ebene ergeben werden. Ja, auch hier nochmal vielen Dank für das informative Gespräch und den Rest muss er dann mit seiner Direktorin im Prinzip besprechen. Vielen Dank für das interessante Gespräch und ich freue mich auf Ihren Besuch. Merci beaucoup. Merci. Merci. Ja, ich glaube, dass IDA ein fantastisches Programm ist, gerade für Menschen, die in der Regel keine Lobby haben im gesellschaftlichen Alltag. Es gibt Teilnehmer, die körperliche Handicaps haben, andere Formen von körperlicher Benachteiligung, die Chance, die Beschäftigungsfähigkeit zu verbessern und aufgrund dessen vielleicht doch einen Zugang zum Arbeitsmarkt zu finden, zu erhalten. Wir können in unserem Projekt den Teilnehmern die Möglichkeit bieten, für etwa ein halbes Jahr in diesem Projekt mitzuwirken, an ihm teilnehmen zu können. Natürlich ist der Kernpunkt dieser Projektteilnehmer das Auslandspraktikum. Das heißt, sie gehen in Betriebe, in Unternehmen, in einem fremden Land, das sie überhaupt nicht kennen, in einer fremden Stadt, mit fremden Menschen, mit einer fremden Sprache und müssen sich hier behaupten und unter Beweis stellen, dass sie arbeiten können. Dass sie wollen, ist überhaupt nicht die Frage. Das merken wir immer wieder, dass es eine sehr hohe Motivation gibt, wenn die Teilnehmer bei uns erstmal angekommen sind und sich für die Projektteilnahme entschieden haben, die ist ja freiwillig, dass sie hochmotiviert sind und endlich raus wollen aus einem Alltag, der nicht allzu viele Höhepunkte und Highlights für sie bereithält, indem man von sozialen Transferleistungen abhängig ist. Und hier haben sie die Möglichkeit, eine Chance, die sich ihnen bietet, zu nutzen. In der Hoffnung natürlich, dass sie in Zukunft tatsächlich Zugang zum Arbeitsmarkt finden. Es ist definitiv ein fachlicher Zugewinn, aber ich glaube, was der größere Zugewinn ist, ist die Erfahrung, wieder in Arbeit zu sein, dass meine Arbeit gewertschätzt wird, dass ich akzeptiert werde und dass ich einfach, dass ein Produkt am Ende da ist. Und das ist das, was viele unserer Teilnehmer seit Jahren nicht erfahren haben, weil sie eben einfach schon sehr lange aus der Arbeit raus sind. Und ich glaube fast, dass das den größeren Effekt hat. Dieses Gefühl zu haben, ich bin wieder was wert. Und das hat einer unserer Teilnehmer wirklich auch mal so formuliert. Auf jeden Fall hoffe ich, dass das Projekt den Teilnehmern etwas bringt, denn ich finde es ganz gut. Also es liegt uns schon sehr am Herzen. Ja, also da hat auch vor allem für Christa so viel Arbeit dahinter gesteckt. Es wäre schön, wenn es dann auch Ergebnisse bringt. Habe ich auch gern gemacht und das fand ich total schade, dass wir so lange gebraucht haben für den letzten Praktikumsplatz. Ja, es lag uns wirklich am Herzen, etwas zu finden. Wenn schon
nach Frankreich kommen, ist keine einfache Erfahrung. Also man muss. Das ist so eine Chance für die und ich hoffe, dass die das dann auch wirklich zu Herzen nehmen und daraus was machen, weil das wirklich, denen wurde da jetzt was geboten, das kriegt noch längst nicht jeder und ich hoffe, das können die auch dann wertschätzen und umsetzen. Es ist eine freiwillige Entscheidung, ob die Teilnehmer an diesem Projekt teilnehmen und ich halte das auch für sehr sinnvoll, weil es ein großer Schritt ist, weil es eine große Herausforderung ist auch und das sollte jeder auch ganz individuell für sich entscheiden, ob er das diese Herausforderung antreten möchte oder nicht. Was mich immer wieder begeistert und überzeugt, sind die Feedbacks, die wir von den Teilnehmern bekommen. Es ist nicht irgendein Projekt, der ein oder andere hat schon eine gewisse Maßnahmenkarriere hinter sich, zweiter Arbeitsmarkt, Bildungsmaßnahmen, was weiß ich, sondern dass sie das Gefühl haben, sich hier tatsächlich ausprobieren zu können, dass sie gebraucht werden. Und damit wird es unseren Teilnehmern auch leichter gemacht, hier ein Stückchen anzukommen und sich ein Stückchen heimisch zu fühlen und vor allem die Unsicherheit, die am Anfang zweifellos da ist, relativ schnell in den Griff zu bekommen. Ich bin froh, dass es dieses Projekt Zaakin gibt. Mich hat es auch schon zu denken gebracht und werde uns in Zukunft was ändern bei mir oder in meinem Leben oder in meiner Situation. Und ich bin dankbar, dass es die Projekt gibt und dass man so eine tatkräftige Unterstützung hat. Und darüber bin ich sehr froh, glücklich, dass sie da sind. Ich bin auch sehr zufrieden, dass ich jetzt in diesem Projekt bin. Ja, bereue auch keinen Schritt. Hab jetzt wieder eine positive Lücke in meinen, ich sag mal, Lebenslauf. Und darüber bin ich schon ganz stolz, auch dass es denn ein Arbeitszeugnis gibt, dass ich eine Bestätigung habe. Und darauf freue ich mich eigentlich schon sehr, denn. Erstens wird der Arbeit anstrengend. Die heißen Haare und sind nicht dran gewöhnt, so warm und sonst. Erwartungen, wie soll man es ausdrücken? Irgendwo einen Schritt so hinzukriegen, dass man sagt, man schafft es, einen Schritt in eine Firma, in Arbeit zu kommen endlich. Das wäre so gesehen die große Erwartung. Sagen wir so, es hat ihn hier ein bisschen aufgebaut, dass man doch irgendwo was kann, was möglich ist. Seinen Kopf ein bisschen wieder anstrengt und sagt, gut, es muss irgendwas weitergehen. Und man sich nicht komplett hängen lässt. Arbeit erstmal. Aber schwer zu kriegen in Deutschland. Deswegen Bewerbung schreiben, Bewerbung, Bewerbung, Bewerbung. Dass ich Arbeit kriege. Oder dass ich wieder an Arbeit komme. Dass ich mir Mühe gebe. Und auch wieder vielleicht in Arbeit zu kommen. Was zwar schwer ist in meinem Alter eigentlich. Meine Wünsche, wenn ich zurückkomme. Naja, ich wünsche mir von mir, dass man eine Arbeit finde und dann raus aus Fürstenwalde wegziehen. Also anderes Umfeld, andere Leute, neue Leute kennenlernen und meine Arbeit so oder so tagtäglich arbeiten gehen, dass ich dann mein eigenes Leben führen kann, so wie ich das möchte und richtig halte. Ich hoffe mal, dass es dann alles ein bisschen positiver wird mit der Arbeitssuche, dass ich dann wieder auch Arbeit finde, vor allen Dingen in dem Bereich, wo ich es mir auch vorstelle, dass vielleicht auch das Amt sagt, beziehungsweise meine Sachbearbeitenden auch sagt, dass ich meinen Bagger- und Radladerschein eventuell machen kann, wenn es klappt, den ich wirklich bräuchte für den Bereich. Ja, ansonsten, wie gesagt, immer positiv weiterdenken und halt Mühe geben. Also mein Fazit ist, und es basiert auch auf meiner persönlichen Erfahrung im Leben, dass wenn ich in die Ferne gehe und meinen Blick einfach erweitere, meinen Horizont erweitere, lerne ich sehr viel über mich selbst. Ich lerne auch Dinge, die ich vorher noch gar nicht wusste, dass ich das kann. Und wenn ich dann mit diesen Erfahrungen zurückkomme in mein gewohntes Umfeld, mit einem gestärkten Selbstbewusstsein, kann ich genau diese Potenziale oder genau dieses Potenzial auch für mich, für meine persönliche Entwicklung, Weiterentwicklung umsetzen vor Ort. Und ich denke, dass man manchmal in die Ferne gehen muss, um bei sich selber wieder anzukommen und zu sehen, Mensch, das kann ich ja eigentlich ganz gut. Und dann mit diesem Selbstwertgefühl das Leben in Angriff nehmen. Das ist das, was das Projekt einfach bietet. Ja? Die Möglichkeit für Menschen, die
diese Möglichkeiten überhaupt nicht haben, mal ins Ausland zu gehen. Das wahrzunehmen und sich da durchzubeißen, diese Erfahrung zu machen, dass es, auch wenn es mal nicht einfach ist, ich schaffe das, und mit diesem Erfolg zurückzukommen. Oder einfach zu erfahren, ich komme auch woanders klar.